Mindener Tageblatt. Täglich eine gute Zeitung. Eine langjährige Tradition in Minden. Heile oder zerstört, hieß es am Donnerstagnachmittag wieder beim sogenannten Eiersegelflug. Die 240 Erstsemester am Campus Minden versuchten sich darin, mit Hilfe einer selbstgebastelten Konstruktion ein rohes Ei aus etwa 11 Metern Höhe unbeschadet wieder auf den Boden zu befördern. Keine leichte Aufgabe für die angehenden Architekten, Ingenieure und Informatiker. Die Studenten haben jetzt gestern und heute Zeit gehabt, sich Modelle zu überlegen. Material, die hatten freie Wahl. Einzige Bedingung war, das Ei muss sichtbar bleiben. Wir wollen das Ei sehen, wenn es oben noch im Fenster, bevor es rausschmeißen ist. Dass wir wirklich sehen, das Ei, okay, es ist da. Wenn wir es runterschmeißen, wollen wir das nicht aufschneiden, soll nicht verpackt sein oder so. Ei soll unten liegen und wir können direkt sehen, okay, heile oder kaputt. Ja, Höhe ungefähr hier, wie hoch sind wir? Circa 11 Meter, zweiter Stock, das geht schon. Eiersegelflug ist jetzt eine Tradition schon seit 10 Jahren, 15 Jahren, seitdem es das Tutorium sozusagen ins Leben gerufen wurde. Wir haben auch schon von anderen Fachbereichen gehört, beziehungsweise die Professoren sagten immer, okay, bei uns gibt es sowas gar nicht. Die Studenten werden nicht in der ersten Woche sozusagen eingeführt, kriegen sowas gar nicht. Also einige sind da wirklich von den Professoren sehr begeistert, dass wir die Studenten direkt abholen, dass wir ihnen zeigen, so läuft es hier, so ist es. Und dass sie einmal einen Eindruck bekommen. Jetzt als erstes unten, die Jury prämiert erstmal Gestaltung, Optik. Wie ist es geworden? Die Studenten können sich kurz dazu äußern, was sie halt so gemacht haben, wie sie sich überlegt haben, was passieren soll. Die Optik halt, ist es schön geworden, halt Architekten können ja schon mal probieren, so die ersten Eindrücke sammeln. Die Ingenieure sind meist eher praktischer veranlagt. Bei den Informatikern haben wir jetzt das zweite Jahr erst. Deswegen die Eindrücke müssen wir mal gucken, was da so bei rumkommt. Waren letztes Jahr ein paar gute dabei, kann man nicht anders sagen. Ja, und dann mal gucken, das Flugverhalten ist immer äußerst interessant. Also es gab schon Modelle, die sind wirklich wie so ein Autorotationskörper runtergesegelt. Das Ei war wunderbar heile, das war kein Problem. Ja, die meisten dieses Jahr haben sich auf eine Fallschirmkonstruktion geeinigt oder sozusagen so eine kleine Bombe. Das Ei gut gedämmt in irgendeine Konstruktion reingebaut, also ist schon interessant geworden. Und dann ging es los. Hier geht's weiter. Sie hat überlebt! Wenn die Kurve ist, hier ist es so! Heile! Nur ein Ei schaffte es nicht zurück auf den Boden der Tatsachen. Ich glaube, wir können den nächsten.